Jetzt an dem, dass man sagt, man nimmt ein Haus, das abgerissen ist. Ja, also es gibt einem natürlich ein riesiges Spektrum von Möglichkeiten, die man ausnutzen kann. Wie Türen aushängen, Wände brauchen für die Kunst selbst. Es ist spannend, um einfach mit einem Raum zu arbeiten, ohne dass man aufpassen muss, jedes Löchchen wieder fühlen, sondern man kann den Boden aufrissen, man kann die Sachen anschauen. The most interesting thing to make art in a house is that I am given free rein to do whatever I want. Sofort Kunst ist, wenn man mit Kind sofort vor Ort gerade Aktionsmalerei macht. Geplant ist, dass wir Mitte Mai mit dem Abbruch beginnen. Das heisst, wir können noch Kuchen rausreißen und dann wird man dann langsam am Abbruch gehen. Was hat es gebraucht, dass eine Genossenschaft für so eine Aktion so ein Haus freigibt? Eine bekannte Genossenschaft von uns hat das schon mal gemacht. Und die Resonanz war eigentlich sehr positiv. Und unser Vizepräsident ist der Präsident und hat gesagt, ob wir das nicht auch weitermachen. Sagen, in der Schweiz wird extrem viel gebaut. Sofort Kunst, eure Idee boomt. Eine Idee, ja, die boomt sicher, ja. Weil viel gebaut wird und weil es auch wenig Raum gibt. Darum vor allem. Also das ist ein die Schwierigkeit, dass man Kunst wird man auch oft in einer Stadt zeigen. Man findet schon günstige Räume, wo man nachher kann auf dem Land, aber dann ist es natürlich, dass die können das anschauen können. In der Stadt ist es schwierig so weit. This piece is about the result of overanalyzing, thinking too much, being too careful, being too much in your head, right? The idea that you become petrified with fear, you know, the fear of making the wrong move. And the sticks represent the stomach and the body. The body is the house of the soul. The soul in this case, in this particular piece, the idea is that the soul is starved and the head becomes petrified with fear, and you have heads on sticks as the end results of overthinking, worrying too much. Though the message is a bit more provocative, but that's kind of what makes art interesting, when it's beautiful, but it's a bit provocative, there's a bit of a contradiction going on. Zuerst ist da ein Teppich drin gelegen, der hat so Abdrücke von halt Möbeln, die drauf gestanden sind, wo der Teppich auf dem Teppich gelegen ist. Es hat Schäden gegeben. Ich habe den ganzen Teppich fotografiert und nachher zusammengesetzt zu einem ganzen Grundriss von dem Raum selber und habe es klein, A3 eigentlich, 20 auf 20, ausgedruckt und eingerahmt und das steht dann dort hinten auf dem
Teppich, der jetzt eingerollt ist. Für dein Bild war der Teppich entscheidend gewesen? Für meine Arbeit war der Teppich im Endeffekt entscheidend gewesen. Ich war zwar zuerst enttäuscht gewesen, also enttäuscht. Ich so, oh nein, wie ist der Teppich, was mache ich mit dem? Und dann angefangen eigentlich mit dem zu arbeiten. Also das da ist der Grundriss. Das ist eigentlich alles fotografiert und zusammengesetzt. Man sieht jetzt hier einfach die Punkte, wo Möbel gestanden sind, wo der Teppich drin gelegen ist. Da haben wir dann das Fenster eigentlich mit dem Heizungsstäb und da das Fenster, wo das Licht so reinkommt. Das Ganze eigentlich ein bisschen in alten Tönen, dass es wie eine Erinnerung auch wirkt, stehend auf dem Teppich. Sehr schön. Bravo. In Föhn-Ecke. Was haben dir jetzt die Kinder alles so angeboten? Ja, im Sinne von, wir haben jetzt einmal 20 Leinwände und ganz viele tolle Acrylfarben organisiert für die Kinder. Ich habe ihnen erklärt, mit was für einer Technik, so ähnlich wie ein Pollock gearbeitet hat, sind dann aber noch mit einer Neopremwalze drüber gefahren. Das hat so ein filigranes Muster gegeben, schon ein bisschen Struktur. Und die Kinder haben dann selber etwas reinmalen. Was hast du jetzt zum Beispiel in dein Bild gemalt, Vivian? Was hast du gesehen in deinem Bild? Ich habe einfach nur gesehen, dass ich mal mich mal auspowern muss. Auspowern, ja genau. Und da an der Wand bist du auch gemalt? Oder was haben wir an der Wand gemacht oder neben dem Bild? Einfach nur gemalt und Spass gehabt. Es war sehr lebendig. Also man hat richtig die Energie gespürt von den Kindern und mit wie viel Leidenschaft das so dabei war. Es war wirklich super. Vor allem die Jungen, dort liegen die Innovationen zuhause, begraben. Leider begraben sage ich extra, weil es wird viel zu wenig gebraucht. Die Kinder müssen immer denken in der Schule, immer mit Zahlen jonglieren, aber die Emotionen bleiben auf der Strecke. Und bei uns, bei Sofortkunst, dürfen sie die Logik ein bisschen in den Hintergrund stellen und die vollen Gefühle ausleben. Und in der Kürze entstehen wirklich wunderbare Kompositionen, die rein emotional ausgelebt worden sind. Paradise. Ugly dreams. Come wander with me. Love. Hiding but wanting to see. 1,000 details covered with flies. Internal paradise. Internal hell. Wenn ihr das macht. Ich denke, sie haben durch das können sie eine Reputation bekommen von einer Genossenschaft, die irgendwie innovativ ist, mitmacht und auch sich dann bewusst ist, dass es wenig Raum gibt, also der Raum dann auch zur Verfügung steht. Kann man sich auch vorstellen, in einem weiteren Punkt, wenn wieder mal ein Haus abgerissen wird, dass man sagt, liebe Genossenschafter, wir haben so etwas gemacht als Pilot, jetzt seid ihr dran, ihr dürft das Haus mal noch nutzen bis zum letzten Tag. Gibt es da auch noch weitere Ideen zu dieser Kunstidee? Also ist im Moment nichts geplant, es steht im Moment auch nichts da, wo wir nächstens würden abreißen. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass wir irgend so etwas machen können. It will
it will, these walls will in a few days, maybe by the end of the night, some of the writings will exist in here on the walls, people sharing their ideas and their thoughts about what they see here, what they feel about looking at this sculpture. So they don't have to be people with just a head and a stick. That's right. No heads on sticks here.